Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Company of Heroes 3. Wir befinden uns immer noch auf der Italien-Kampagne, wie ihr seht. Und das Gebiet hier wird immer kleiner, was die hier noch so zwischendrin haben. Wir hatten ja hier so einen kleinen, ja, Versorgungsschnitt durchgemacht durch dieses Gebiet, damit hier keine Fahrzeuge mehr nachrücken und so. Die fahren trotzdem hier noch durch, aber ist egal. Wir haben versucht, die Versorgung ein bisschen abzutrennen. Und ja, ansonsten hatten wir in der letzten Folge alle möglichen Züge gemacht. Und deswegen würde ich sagen, wir beenden mal die Runde und gucken mal, was für nächste Schritte der Gegner macht. Es passieren wieder Dinge. Commander, we have to neutralize that gun. Ja, wen interessiert es noch? Genau. Oh nein, die fahren Richtung meiner normalen Kompanie. Das ist... Casino bombing operation is underway, Commander. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht meine Bomber, die ich gebaut habe. The threat is there indeed. If we destroy the world we are fighting for in the process. Gut, das waren aber jetzt nicht meine Flugzeuge, die habe ich nicht losgeschickt. We located a German prisoner of war camp holding both partisan and allied captives. The Germans intend to relocate them. But if we can get there first, we should be able to free our people. Ja, da bin ich ja so halb auf dem Weg hin. So halb. Also hier, mein Panzertrupp ist schon auf dem Weg nach da. Die Truppe ist schon gut angeschlagen. Hier, das Flugfeld wollte ich jetzt einnehmen. Da, ich kann nichts machen. Ich muss wahrscheinlich hier wirklich erst das da einnehmen. Irgendwie in die Verteidigungslinie durchbrechen, was weiß ich. Bin ich zu blöd für? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil mehr wie rundherum alles einnehmen kann ich ja wirklich nicht, aber ich kann... Naja. Ist egal, ist wurscht. So. Kann ich, also wie es aussieht, kann ich jetzt über diese Brücke da drüber fahren. Warum kann ich jetzt über die Brücke fahren und vorher ging es nicht? Die Brücke war doch vom Zustand her genauso, oder? Kann mit Fähigkeiten zerstören. Oder habe ich die durch mein Bombardement doch zerstört gehabt, aber es wurde irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also, ich würde gerne... Na, wobei... Nee, ich würde doch nicht gerne. Ich kann nämlich nicht. So, ich würde sagen, wir greifen mit der Truppe jetzt einfach mal hier an. Nehmen dieses Missionsziel ein. Und dann haben wir jetzt gleich ein Riesenproblem. Genau. Wir probieren unser Glück. Die haben nämlich hier eine Einheit und haben dahinter nochmal eine Einheit stehen. Die wird denen wahrscheinlich gut Unterstützung bringen. Das kann echt gefährlich werden jetzt. Bin mal gespannt, wie lange jetzt dieser Kampf gehen wird. Ich bin wirklich gespannt. The Germans have been using this town as a central storage location. Someone's gonna regret that decision. Oh Gott, da brennt ja alles. Kriege ich nicht mehr Truppen? Intelligence has discovered a cache of German supplies in a nearby town. I need you to liberate it. The Krauts have left piles of ammunition just lying around. All you need to do is get in there and grab it. The bulk of their forces are on patrol, so we're not expecting a lot of resistance. Na, da bin ich ja mal gespannt. Once you've taken what you can from here, head into the town. That's where you'll find most of the supplies. The Krauts will try to stop you, but they're gonna fail. Understood? Good. Once you're loaded up with as much ammunition as you can carry, get out of here. In and out, quick as you can. Good luck. Also wenn der schon sagt, also wir müssen nicht mit viel Widerstand rechnen, dann wird's hier richtig wahrscheinlich gleich abgehen. Puh, gut.
Versuchen wir mal unser Glück. Let's clear those German forces out and see what supplies we can dig up. Lazy buggers. Royal Engineers, we've got orders to move. We've got orders to move. Dann versuchen wir doch einfach mal unser Glück. Ich wusste es. Ich wusste es. Würde ich sagen, gehen wir mal voll drauf mit allem, was wir haben, oder? Ein bisschen Sprengstoff noch reinschmeißen, ein bisschen Feuerchen machen. Okay, haben wir ausgebrannt, super. Gut, wir teilen uns hier wieder mal ein bisschen auf, wie immer. Die Tommy-Aufteiltaktik von mehreren Seiten gleichzeitig angreifen. Ja, ihr braucht jetzt nicht nochmal sprengen. Ihr seid einfach viel zu aggressiv, Jungs. Ihr seid viel zu aggressiv. Okay, okay, okay. Nicht überfahren lassen, nicht überfahren lassen, Jungs. Bumm hat's gemacht. Komm, wir rücken vor von allen Seiten. Setzen die ein bisschen unter Druck. Das Gebäude ist schon mal kaputt. Flammenwerfer geht vor. Alles explodiert, alle tot. Gut. Ging schnell. Alles klar. Verluste halten sich auch noch in Grenzen. Wir können auch Flugzeugunterstützung anfordern. Das ist natürlich gut. Und Haubitzensperrfeuer. Finde ich super. Good work, men. Check out that ammunition and see what we can use. Ja, wie kann ich die Vorräte untersuchen? Mit wem oder was? I don't want to hear a fucking word. March. We're moving. Into the building. Whoever gave us the intel on this mission was way off base. The ammunition's useless. Well, as my grandma always said, sharing isn't caring when you're at war. We're gonna destroy as many of these supplies as we can before the crowd patrol gets back. Okay, zerstöre die Vorratskisten. Satchel's crammed full. Let's use it. Quiet down and listen up. Head into the location. What's the task? Dann machen wir das doch. Macht mir ein bisschen Angst, dass jetzt hier so ein fetter Panzer noch kommt und hier der Truck. Da werden wir doch ein bisschen größeren Kampf noch haben. 40 Vorratskisten! Leute, ihr wart zu nah dran an dem ganzen Zeugs. Habt ihr euch jetzt alle wirklich selber gesprengt? Ihr seid Helden. Ihr seid so Helden. Oh Mann. Haben die sich selber gesprengt, ey? Was soll man da sagen? Weißt du, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Da hinten ist auch keine Brücke mehr, oder? Doch, da ist noch eine, aber das ist außerhalb vom Gebiet. Ich habe hier ein bisschen Angst, dass hier gleich irgendwie ein Haubitze steht. Aber ich wollte den Panzer halt vorschicken. Oh, da können auch Truppen von mir rein, okay. Okay, dann tun wir direkt mal hier ein bisschen Sperrfeuer anfordern. Ja, wir sind MG ein bisschen ablenken. Okay, wir nehmen ja auch noch was mit. Ah, Gott, das ist nur noch einer. Dann kommt ihr nochmal zurück, nehmt die Bazooka mit. Keep those wee bastards back! Please!
Keep your guard up. Let's go. Taking real mission of Rockwell. Okay, der Panzer haut aber böse rein. Der haut böse rein. So, zerstören. Wir sollen hier irgendwas zerstören. Dann gucken wir doch mal. Reicht es, wenn ich da eine Granate reinschmeiße? Weil meine Leute sind ein bisschen dämlich. Haben wir festgestellt. Die bleiben dann einfach stehen, wenn die da Sprengstoff hinschmeißen. Gott, ich habe nur 9 Minuten Zeit. Sehe ich ja gerade erst. Gott. Hat jemand Sprengstoff von euch einstecken oder so? Oh. Oh. Okay, Sprengstoff hat gewirkt. Hau das MG weg. Hau das MG weg. Okay, da haben wir jetzt einen richtigen Waldbrand ausgelöst. Ja, super. Okay, da hinten ist alles hochgegangen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. Noch 8 Minuten nur noch Zeit, das schaffen wir auf keinen Fall. Lasst euch nicht von dem Typ verarschen. So, da ist auch alles hochgegangen. Hier haben wir noch Zeug zum Zerstören. Machen wir das doch mal direkt, oder? Sammel die Sachen auf. Komm, fahr mal hier hin. Das ist doch auch alles noch Zeugs, oder? Ja, klar. Das ist nicht gut. Da haben wir ein bisschen Probleme. Die laufen doch jetzt nicht hier die Richtung, oder? Wirklich? Warum können die einfach so an mir vorbeilaufen? Das ist doch doof. Ach ja. Ich brauche noch ein paar Truppen. Now let's put it to good use and bag us some crowds. Wo ist noch? Wo ist noch? Wo ist noch? Ich sehe nichts mehr weiteres. The war is this way. Follow me. Chuck your crocodile. And glory or death. Someone left it here, so let's use it. Komm, ihr bleibt zusammen als Truppe, aber die anderen können hier gerade mal sich ein bisschen bedienen. Ich weiß echt nicht, wo hier noch was sein soll. Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Eigentlich ist hier ja alles hochgegangen. Come on.
Nicht, dass es hier dann irgendwie verbuggt ist und ich krieg dann Probleme. Enemy reinforcements incoming. Enemy reinforcements incoming. Weil da sehe ich nichts mehr. Ich kann zwar nochmal ein Flugzeug hier irgendwie drüber jagen und mal gucken, ob noch irgendwas passiert, aber hier könnte noch was sein. Da ist noch, okay. Was geht hier ab? Wenn ich so fragen darf. Das ist doch ein bisschen krass. Ich habe keine Zeit für euch. Nur mal so. So, wir müssen hier unbedingt weiter. Noch 3 Minuten. Wir müssen noch die Hälfte der Ladung zerstören. Das wird richtig bitter, weil wenn die dann die ganze Zeit Verstärkung kriegen, dann wird das wahrscheinlich richtig, richtig unangenehm. Okay, das war aber ein Treffer, oder? Oder auch nicht. Komm, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Und hier eine Truppe nimmt sich mal hier die Panzerabwehr. Die fahren wir dann schon mal auf die Brücke. Wow. Da ist was hochgegangen. Wir verteidigen auf jeden Fall die Brücke. Oh. Okay, 4 Stück fehlen noch, aber ich weiß nicht wo wieder. Jetzt geht das Ganze wieder los. Ja, wo denn? Hier, wo denn? Hier hinten ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts mehr. Wo soll ich hinschießen, wenn ich nicht sehe, wo? Da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Da hinten. Da hinten. Oh, das ist wirklich eine doofe Sucherei. Das war immer noch nicht alles, oder? Doch, das war. We've lost communication with one of our squads. Enemy infantry engaged! Attention! So, so schnell wie möglich raus hier. Macht ihr in der Zeit ein bisschen Feuer unter Popo. Meine Truppen müssen da halt irgendwie noch durchkommen. Ich muss da hinten fliehen, oder was? Rückzugspunkt, der ist da hinten. Kacke. Kommando zurück. Ich hab gedacht, wir müssen hier wieder hin zurück. Oh,
Naja, ich glaube, wir haben sie trotzdem ein bisschen aufgerüttelt. Einfach weiterlaufen. Nicht stören lassen. Wie schnell die eigentlich sind mit dem Ding. Ah, das Fahrzeug weiß ich nicht, ob es durchkommt. Ich glaube nicht. Ah, wobei, die interessieren sich recht wenig dafür. Aber es fährt halt auch beschissen langsam. Oh, fetter Panzer. Fetter Panzer. So, die sind alle safe. Oh, das Fahrzeug hat es auch geschafft. Na, dann haben wir ja alle soweit durchgekriegt. Dann haben wir ja alle soweit durchgekriegt. Wenn die Karre sich jetzt noch entscheidet, hier durchzufahren, dann haben wir alle rausgekriegt. Ja, schön. Boah, aber anspruchsvoll. Jetzt nicht hier das Kämpfen, sondern die Teile zu finden. Good work, man. It didn't go down exactly how we planned. But we'll have slowed the crowds down, and that can only be a good thing. Jo, haben wir geschafft. Sehr schön. Hat aber auch jetzt lange gedauert, muss man auch dazu sagen, aber war wirklich cool, hat Bock gemacht. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. War auch mal was anderes. Ich glaube, so einen Auftrag hatten wir auch noch nicht, dass wir Munition zerstören müssen und dann wissen wir, ja, in 10 Minuten ist die Verstärkung da von den Gegnern. Wir müssen ganz, ganz schnell alles suchen und finden und zerstören. Hatten wir auch noch nicht so in der Art. War mal ganz cool. So, mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Müssten wir jetzt eigentlich zerstört haben, aber wir haben halt hier hinten noch die andere Truppe. Das ist so ein bisschen schwierig. Okay, haben wir eingenommen. Leveln wir auch gleich hoch. Vorgelagertes Hauptquartier machen wir auch gleich mal draus. Mal müsste ich jetzt Haubitzenabteilung machen und hier Verstärkung, Haubitzenstellung machen und direkt mal hier so hingebaut, dass die Gegner direkt mal einen auf die Backe kriegen, wenn sie irgendwie in meine Richtung fahren. Sobald ich es wieder drehe, kann ich es nicht platzieren. Das ist auch so ein bisschen nervig. So ist doch ganz cool, oder? Wenn die jetzt in meine Richtung fahren, kriegen sie erstmal da einen Druff. Aber ja, die werden wahrscheinlich jetzt gleich den Zug machen und bis dahin ist es noch nicht fertig gebaut. Naja, was soll's. Was soll's. So. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir noch zu tun? Die Truppe hat ihren Zug schon gemacht. Die Truppe hat auch ihren Zug schon gemacht. Dann haben wir ja hier drüben noch... Da steht halt uns ein harter Kampf bevor. Habe ich schon Flugzeuge? Wahrscheinlich ja nicht. Nee, brauche ich noch eine Runde. Mit dem fahre ich so schnell wie möglich da drüben hin. Beziehungsweise vielleicht wäre es cool, wenn ich mit denen hier hinfahre. Warum ich das immer noch verteidigen soll, weiß ich nicht. Ich muss da mal hingehen und mal reparieren. Ich glaube, dann ist die Aufgabe auch beendet. Bunker weghauen oder direkt durchfahren? Ich bin ja für direkt durchfahren. Komm, wir fahren mal direkt durch. Dann haben wir die Stellung nochmal eingenommen, genau. Ja, das Gebiet wird immer kleiner, wo die Feinde sich noch irgendwie aufhalten können. Der Truppe müsste ich da mal hin. Ja, hier querfeldein bin ich wahrscheinlich auch nicht schneller. Ich glaube, wir machen die mal platt. Wir machen die noch platt. Autogefecht. Die haben Flugzeuge, wir haben Flugzeuge. Bestätigen. Gefecht, Sieg. Sehr schön. Dann müssten die auch weg sein eigentlich. Oh, die hatten auch schon 2 Sterne. Die waren gar nicht so übel. Der Panzer müsste ich auch selber mal reparieren. Der hat ganz schön was abgekriegt.
Okay. Die machen sich ganz, die machen sich frisch. Loyalitätsbelohnung, das ist auch irgendwie so alles ein bisschen blöd. Aber naja. So, die sind auf dem Weg nach hier drüben. Das wird halt echt ein Kampf. Die Truppe gegen eine Panzerkompanie, das ist halt wirklich... Halleluja ist das. Es kostet mich zwar jetzt wieder ganz schön viel Munition, aber dann sind die ein bisschen geschwächt. Ein kleines bisschen wenigstens. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit der ganzen Sache hier. Festplatte ist voll, deswegen muss ich die Folge schon mal nach 25 Minuten beenden. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War ein harter Kampf. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich mega freuen und würde mir mega weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.